Ich habe mich halt schon immer dafür interessiert, so, wie sowas alles funktioniert, wie so ein Riesenflieger eigentlich in die Luft kommt. Und diese Schule, in der ich jetzt bin, die gibt es dann eigentlich nur einmal in Österreich. Also ganz besonders. Wir lernen über Hubschrauber, wir lernen über Flächenflieger, über die ganze Aerodynamik, Mechanik und auch Instrumententechnik. Also in der Grundausbildung, da lernen wir Sachen wie Bohren, Feilen, dann Drehen, Fräsen. Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben noch schweißen werde. Oder zum Beispiel Turbinentriebwerke, Kolbentriebwerke, Holzwerkstätte, Elektrotechnik, also so wirklich und noch viel mehr. Also es ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Als Luftfahrzeugtechnikerin ist natürlich die Verantwortung in dem Beruf sehr groß. Grundsätzlich bist du ja für die Wartung verantwortlich, das heißt halt auch für das Leben von Pilot, Crew und Passagiere eigentlich. Das heißt, wenn man kleine Sachen irgendwie übersieht, dann könnte das halt schon drastische Auswirkungen haben. Von dem her muss man das halt lernen. Nach der Schule, denke ich, hat man gute Chancen, einen Job zu finden, auf jeden Fall, weil natürlich Luftfahrzeugtechniker sehr gesucht sind. Mir hat an der Ausbildung da an der Schule sehr überrascht, dass viele Lehrer aus der Praxis kommen. Das heißt, sie sind entweder aus der Werft oder eben bei der Austrian Airlines kommen, also sehr viele kommen sogar aus dem Bundesheer. Die haben selber sogar die Schule absolviert. Deswegen, sie wissen, wie das Schulische hier anrennt, weil sie selber die Schule gemacht haben. Was ziemlich bei uns in der Flugtechnik ist, ist eben das Putzen. Man glaubt nicht, wie viel man am Flugzeug putzt und am Hubschrauber. Also man muss immer alles reinigen, dass man auch die Risse, geschweige denn irgendwelche Dellen eben sieht. Ich habe jetzt keinen Tag gehabt, wo ich nicht irgendwas Neues gelernt habe. Ja, und was neu ist, die ganzen Fachexkursionen. Natürlich, weil wir überhaupt bei Airbus Space and Defense waren wir letztes Jahr. Und da kommst du einfach nicht rein als normaler. Ich habe selber auch gesagt, wenn ich eine Schule mache, dann auch nicht die sehr praxisbezogen. Und da war ich da halt sehr richtig, weil wir eben immer mehr Werkstatt haben, umso mehr Jahre wir da sind. Das heißt, machst du das zuerst in der Theorie durch. Und dann geht meistens der Lehrer mit dir in die Werkstatt und zeigst dir. Ich bin eben im Internat, weil ich einen erweiterten Anreiseweg habe. Und was man vielleicht nur dazu sagen kann, ist, das ist das günstigste Internat in ganz Österreich. Wir sind hier in einer Bundesfachschule für Flugtechnik und das ist grundsätzlich eine vierjährige Maschinenbaufachschule mit dem Schwerpunkt Luftfahrzeugtechnik. Wir wollen Luftfahrzeugwarte ausbilden und das ist einfach und salopp formuliert der Mechaniker für Flugzeuge und Hubschrauber. Wir suchen junge Menschen, die Luftfahrt begeistert sind und schon 14-Jährige, weg von der Unterstufe, manchmal auch ein bisschen älter, wir nehmen auch gerne HTL-Abbrecher. Man ist nach 4 Jahren Fachschule noch kein fertiger Luftfahrzeugtechniker, das heißt die Ausbildung, bis man so eine Lizenz bekommt, bis man wirklich selbstständig am Gerät arbeiten darf, dauert wesentlich länger. Nach unserer Fachschule muss man noch eine Berufspraxis, da verdient man dann schon, ja, anschließen. Das heißt, müssen also auch bereit sein, ihre Prüfungen sozusagen zu vollenden. Wenn Sie auf die Idee kommen, eigentlich möchte ich auch noch eine Matura draufsetzen, ja, dann tun das immer wieder Schüler von uns. Wenn man vielleicht in die Großfliegerei geht, ich denke jetzt an die Austrian Airlines, die meisten Flieger stehen am Abend im Hangar und wollen gewartet werden. Das heißt, dort gibt es natürlich viel Nachtschicht, ist finanziell kein Nachteil, ja, aber muss halt auch in das jeweilige Lebensbild des jungen Menschen passen. Wichtig ist uns auch schon, die jungen Leute auf die zukünftige Verantwortung vorzubereiten. Das heißt, sie sollen hier schon genug Mut entwickeln, genug Rückgrat sich aneignen, Fehlverhalten einzugestehen. Weil, wie gesagt, bei einem Luftfahrzeugtechniker, wenn der einen Motor zusammenbaut und es bleibt am Ende ein Schrauben übrig, dann kann er nicht schauen, sieht es eh keiner und verschwinden lassen, sondern er muss dazu stehen. Ja? Und dann ist eigentlich nichts ein Problem, aber diese Stärke muss man jungen Menschen ganz einfach auch entwickeln lassen.